So, Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play Skies of Arcadia Legends. Im letzten Part hat sich Enrique verabschiedet, nachdem wir jetzt auch den Loco besiegt haben im Deep Sky. Und jetzt werden wir zurück nach Crescent Isle gehen. Denn wir haben ja Finas Schiff. Ich denke mal, das muss noch ein bisschen überarbeitet werden. Mal gucken. Nun denn, fahren wir zurück nach Crescent Isle und bringen Finas Schiff in Ordnung, okay? Enrique ist fort. Und sobald wir nach Crescent Isle zurückkommen, wird auch Fina uns verlassen. Ich wünschte mir fast, dass wir nicht nach Hause zurückfahren. Ah, was rede ich denn da? Tut mir leid, Fina. Aika, ich werde dich vermissen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich nicht darauf freue, irgendwo hinzusegeln. Ja. Aber was muss, das muss. Ja, oder auch nicht. Wir sind schon da! Endlich zu Hause. Hey, wir sind doch noch nicht heil nach Hause gekommen. Wir sind doch noch heil nach Hause gekommen. Aika, Fina, lange nicht gesehen. Hallo, Weiss, gut seht ihr aus. Gilda und Clara? Nett, euch beide zu sehen. Was ist denn da in dem Korb? Ich habe gerade Kuchen gebacken. Los, essen wir ihn, solange er noch warm ist. Was? Wirklich? Hausgemachter Kuchen? Clara, du bist die Beste. Ich bin froh, dass ihr es alle heil zurückgeschafft habt. Und es sieht so aus, als hättet ihr auch Finas Schiff wieder. Heißt das, dass du bald zum Great Silver Shrine zurückkehren wirst? Ja. Danke, Gilda, für alles, was du für mich getan hast. Du brauchst mir doch nicht zu danken. Ihr wart das, die die ganze Arbeit hart geleistet habt. Warum redet der so dumm? Das kann ich nicht lesen. Was denn das für ein Buchstabe? Tja, Fina. Sieht so aus, als hättest du deine Mission erfüllt. Du kehrst als Heldin nach Hause zurück. Glückwunsch. Danke. Und jetzt, wo du uns verlässt, sollten wir dir eine Abschiedsparty geben. Fina, lebe hoch! Ja! Everyone stand da. Habt ihr das gesehen? Everyone? Da stand nicht alle. Da haben sie fast vergessen zu übersetzen. Stille. Tolle Abschiedsparty. Muss ich ja mal sagen, ne? Girala steht da unten noch. Einfach so. Habt ihr gesehen? Die steht da unten. Einfach so dumm rum. Auf der anderen Seite steht bestimmt auch noch Brabham so dumm rum. Ne, Ismael. Die sind nicht eingeladen auf der Party. Tada! Schaut euch das mal an. Ha. Wow, das sieht köstlich aus. Clara, du bist klasse. Sieht echt lecker aus. Und viel Alkohol, so muss das. Fina, das wird sicher eine großartige Party. Ja, ich danke euch, euch allen. Es bedeutet mir so viel. Am Anfang wusste ich nicht viel von dieser Welt. Aber dank euch allen war ich einer der Ersten, der sie umsegelt hat. Ich weiß noch, als du hierher ankamst, wusstest du noch nicht einmal, was Einkaufen bedeutet. Was? Lebt sie denn hinterm Mond? Kein Witz. Sie sagt, dass man beim Great Silver Shrine kein Gold verwendet. Ach, wie seltsam. Seid ihr Leute nun eigentlich fortschrittlich oder vollkommen altmodisch? Es ist nicht nur das Gold, das wir nicht haben. Blumen, Tiere. Es gibt so viele Dinge, die ich noch nie gesehen hatte, bevor ich hierher kam. Ich habe auf meinen Reisen mit euch so viel erlebt. Und da ist noch etwas. Während ich hier war, habe ich etwas sehr Wichtiges gelernt. Als ich den Schrein verließ, warnten mich die Elders. Man kann keinem in jener Welt vertrauen. Sie sagten, dass die Leute dieser Welt Dummköpfe seien, die miteinander in Fehde legen und in den Flammen verbrennen, die sie selbst entfachten. Aber ich habe so viele nette Leute getroffen, während ich hier war. Ich habe gelernt, dass selbst wenn einige ihre Ziele durch Kriege zu erreichen versuchen, es auch andere gibt, die zusammenarbeiten und versuchen, Frieden zu verbreiten. Ich habe so viel gelernt. Unsere gemeinsamen Erinnerungen werden der kostbarste Schatz bleiben, den ich je haben werde. Also dann, heute Nacht werden wir durchfeiern. Oh ja, sieh mal, diesmal haben sie alle geschrieben. Hallo! Und so dauerte Finas Abschiedsparty bis in die frühen Morgenstunden an. Das hätte ich gerne als Thumbnail.
Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das so mache, dass der Text verschwindet. Yes, sehr schön. Ich habe eine Frame, wo der Text nicht zu sehen ist. Man aß zusammen, erzählte sich Geschichten und festigte die Bande der Freundschaft. Das erste Treffen mit Fina, die aufregende Flucht aus Valior, die Suche nach den Moon Crystals. Je mehr die Erinnerungen hochkamen, desto mehr schien es, als würde es nie ein Ende ihrer gemeinsamen Reisezeit geben. Und dann... Fina, stimmt was nicht? Lass uns mitmachen. Ja. Morgen muss ich gehen. Ich werde wieder allein sein. Ich will nicht weg. Ich möchte hier bleiben. Mit euch. Ihr alle bedeutet mir so viel. Oh, Fina, ich... Ah! Oh, da hat er aber noch gekonnt unter ihre Brust gefasst. Was war denn das? Wise! Wise! Alarm! Es ist die Armada! Sie sind hier! Die Armada? Oh, Tolle Abschiedsparty! Wie in einer guten Soap muss natürlich zu jedem glücklichen Event etwas Schlimmes passieren. Und das ist sehr schlimm, sehe ich gerade. Nein! Alles brennt! Wise, pass auf! Ah. ihr hattet keinen schlechten Unterschlupf. Schade, dass nun alles niederbrennt. Wir hätten euch zur Kapitulation aufgefordert, aber dann haben wir uns überlegt, dass es mehr Spaß machen würde, euch zu töten. Wow, und somit müssen wir auch direkt wieder kämpfen. Leicht angeschubst, jetzt sind ja alle besoffen, muss man ja sagen, ne? Die Party war ja ziemlich hart. Wir gucken mal, was die so drauf haben. Die lieben Umbras. Okay, Magie brauchen wir schon mal nicht mehr einsetzen. Zumindest mit Fina nicht. Aber hatte ich eh nicht vor. Ah, verfehlt. Sehr schön. So, Marco. Oh, der schützt sich natürlich, ne? Klar. Den wir angreifen, der schützt sich. Ja, also Magie lassen wir gleich sein. Wir könnten natürlich auch Delta Shield einsetzen, damit das nicht passiert. Aber ich meine, wir brauchen nicht um ihn angreifen. Und es verfehlt sowieso die ganze Zeit. Wahrscheinlich hat Fina irgendwie so ein Magieresistenz-Ding an. Oder hat generell eine hohe Magieresistenz, meine ich. Von daher... Passt das? So, dann können wir gleich Schwerterregen einsetzen und angreifen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, von daher lassen wir die Animation mal an. Rain of Thorns! Ja, die halten schon ein bisschen was aus, aber auch nicht wirklich viel. Wevelin, also sie setzen sehr gerne Magie ein. Selenis, Wevelin. Okay, ich hab schon verstanden. Aber zum Glück ist Magie generell nicht so stark in diesem Spiel. Dadurch kann man da ganz gut hinkommen. Das Ding ist, wenn es öfter eingesetzt wird, dann wird es stärker. Aber bei 2 Gegnern oder 3 Gegnern ist das in Ordnung. Wenn du halt gegen 4, 5 Gegnern kämpfst und 4 oder so machen wirklich irgendwie Magie, dann kannst du schon so deine 2000 verlieren, was schon sehr, sehr viel ist. So, einen haben wir gleich, einen haben wir gleich, einen haben wir gleich. Außer die können sich heilen, das wäre... Scheiße. Aber ich glaube, die können sich nicht heilen. Ich glaube, das geht nicht. Sie versuchen es immer noch. Und haben sie Erfolg? Nein, immer noch nicht. Ja, ihr verschwendet eure Runden, meine lieben Gegner, ne? Ihr solltet euch was Neues überlegen. Okay, Delta Shield hätte sich schon gelohnt. Dann hätten wir noch gar keinen Treffer abbekommen. Weil ich glaube, die machen echt nur Magie. Aber ich denke, das bisschen Schaden, das kann ich verkraften. Ja! Von hinten! Und nochmal Wevelin. Dafür sollte es jetzt gleich vorbei sein, weil wir haben jetzt gleich wieder, können gleich Schwerterregen einsetzen. Ach, Finas Energie sieht nicht mehr so gut aus, aber es ist nicht so schlimm.
So, Schwetterregen. Wir gucken einfach mal, ob wir einen Sakrum-Kristall haben. Ja. Und Angriff. So, machen wir mal lieber. Man weiß ja nie, was danach noch kommt. Eventuell greift uns ja noch jemand an oder es kommt doch eine Ladung von Soldaten. Ah! Fina, lass dich doch nicht von allem treffen hier. Und du weißt, kannst du bitte jetzt einfach Schwerterregen machen? Wäre das möglich? Toll, Fina hat all ihre Heilung schon wieder verloren, so ziemlich. Aber egal, Weiß ist dran, sehr schön. Bye bye. Fast zumindest, schade. Aber egal, haben wir nochmal einen Grund, nochmal Sakrum einzusetzen. Puff! Oh, Fina hat ihn fast erledigt. Wahnsinn. So, Angriff, komm nochmal. Ja, nee, können wir jetzt, haben wir genug? Nein, natürlich nicht. Ach, komm hier. Sakrum auf Fina und Angriff. Moon, give me strength. 1820 Schaden hatte sie. Und natürlich wird sie nochmal. Komm, yes. Ja, ich töte dich. Puff. Bye, bye. Hast es ihm gegeben, Fina. Dum, 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 dum. So. Das war ja ein lustiger Angriff. Kommt jetzt noch jemand, oder? Und wer greift überhaupt an? Verlianisches Gesindel. Wie haben sie uns unseren Unterschlupf... Wie haben sie unseren Unterschlupf gefunden? Wenn du es wissen musst. Ramirez. Ein Patrouillenschiff entdeckte die Delfinus, als ihr nach Dangral kamt. Sie haben euch bis hierher verfolgt. Aber ich habe kein Interesse an dir oder an deiner Mannschaft. Mein Besuch hat einen anderen Hintergrund. Ich bin wegen der Kristalle gekommen. Wenn du sie freiwillig übergibst, werde ich meine Truppen abrufen. Wenn nicht, werden wir euer jämmerliche Insel hier bombardieren, bis ihr alle tot seid. Ich glaube, wir müssen sie eintauschen. Oder hätten wir doch kämpfen müssen? Ich weiß es nicht. Ich tausche sie gegen das Leben meiner Mannschaft ein. Ruf deine Truppen ab und ich gebe sie dir. Hey, ich hatte nicht erwartet, dass der legendäre Wise der Blue Rook sich so schnell ergeben würde. Aber es ist eine kluge Wahl. Wie versprochen, werde ich euer Leben schonen. Gib mir die Kristalle. Ja, alles mussten wir machen. Da kam jetzt zwar nicht dieses Ding, aber wir mussten kämpfen. Also wir mussten das machen. Alles andere hätte nichts gebracht. Endlich gehören mir alle Kristalle. Und er kann sie einfach verschwinden lassen, natürlich. Ramirez, warte! Warum? Warum tust du das? Fina, die Leute von dieser Welt haben es nicht verdient, am Leben zu sein. Wie du bin ich hierher entsandt worden, um mir die Kristalle zu holen. Kurz nachdem ich hier ankam, entdeckte ich, dass das Valyrian Empire auch nach ihnen sucht. Sie waren absolut unbarmherzig. Ich wusste, dass sie sich schließlich finden würden. Wenn Valyrs Streitkräfte die Kristalle gefunden hätten, hätte ich sie gestohlen und wäre zum Schrein zurückgekehrt. Während meiner Zeit in Valyr habe ich eine Menge über die Leute dieser Welt gelernt, was sie so bewegt. Habsucht, Hass, Scheinheiligkeit. Sie schätzen lediglich materielle Dinge, die mit Gold gekauft werden können. Die Menschen dieser Welt sind oberflächlich und kleinlich. Ich habe alle Hoffnung für sie aufgegeben. Ich begann, diese abscheulichen Kreaturen zu verachten. Aber einen gab es. Einer war anders als der Rest. Lord Galzian. Lord Galzian ließ sich weder durch Schmeichelei noch Gold von seinem Weg abbringen. Auch er hatte wenig Vertrauen in die Menschen dieser Welt. Für ihn gab es nur eines, und das war Macht. Lord Galzian hat mich davon überzeugt, dass diese Welt einen alleinigen Herrscher benötigt. Einer, der die Schwachen beseitigt und die Starken anführen kann. Er zeigte mir, was wahre Macht bedeutet. Derjenige, der alle Macht in sich vereint, kann Leben beenden,
Städte zerstören und die Welt verändern. Mhm. Klingt ja super. Die Welt braucht einen Mann wie Galzian als ihren Herrscher. Nur er kann ihr wahres Potenzial hervorbringen. Ich habe ein Eid geschworen, dass ich mein Leben und mein Schwert für Lord Galzian geben würde. Wir haben jetzt alle Kristalle. Mit ihnen wird eine Macht in dieser Welt zurückkehren, die größer ist als die der Gigas. Jetzt verbeugt euch alle vor ihm. Von welcher Macht sprichst du? Bist nicht klug, uns zu unterschätzen. Wir machen das. Du bist nicht klug, uns zu unterschätzen. Meinst du, wir lassen dich einfach durchgehen? Narren, was könnt ihr ohne die Moonquist jetzt ausrichten? Er kennt ja noch nicht einmal ihre wahre Bestimmung. Wovon sprichst du? Ich sag immer, glaube ich, das Falsche. Ich habe nie dieses Ding-Ding-Ding gehört, aber ich glaube, das kommt in dieser Sequenz auch gar nicht. Von daher war es, glaube ich, egal, was ich hier sage. In ihnen verbirgt sich die Macht, die Reigns of Destruction hervorzurufen. Fina, du hast doch gewusst, dass es unser Volk war, das die Reigns of Destruction hervorgerufen hat, oder? Was? Das ist eine Lüge. Wir wurden nicht hierher gesandt, um zu verhindern, dass die Gigas wiederbelebt werden. Wir wurden gesandt, damit die Elders den Lost Continent of Soltis ausfindig machen können. Das ist unsere wahre Mission. Wenn die 6 Moon Crystals einmal beisammen sind, wird sich der Lost Continent aus dem Deep Sky erheben. Aber jetzt arbeite ich für Galzian. Zusammen werden wir den Lost Continent erheben und somit selbst die Reigns of Destruction auslösen. Ich weiß nicht, was es mit dem Lost Continent auf sich hat, aber habt ihr nichts eines vergessen? Ihr habt nur 5 der Kristalle, die Schlacht ist nicht vorüber, solange ihr nicht alle 6 habt. Da hast du recht. Aber du weißt nichts über den 6. Kristall, den Silver Crystal. Sieh genau hin. Hä? Was? Er hat... Der Silver Crystal ist in ihm drin? Was zum... In seiner Hand. Der Silver Crystal. Ah! Fina! Alle Sylvita haben bei der Geburt ein Stück von dem Silver Crystal in sich. Mit anderen Worten, der Silver Crystal enthält unsere Lebensenergie. Nur durch den Tod lässt sich der Kristall von unseren Körpern lösen. Im Gegensatz zu Theodora sind wir nicht an Finas Wissen über die Urahn interessiert. Wir sind an dem Kristall in ihrem Körper interessiert. Fina, du wirst mir den 6. Kristall jetzt geben. Was? Nein. Er tötet Fina! Fina! Komm, Fina, schenke Lord Galzian dein Leben. Was? Mach doch was! Ah, Gilda. Zum Glück. Hey, Gott sei Dank kommt dieser Typ nicht so schnell zur Sache. Moment mal, wir haben euch im Visier. Schmutziges Gesindel. Trotzdem habe ich, was ich wollte. Ich kann den Silver Crystal jederzeit bekommen. Fina! Die Kristalle gehören uns, lebt wohl! Ja. Das wirst du büßen, Ramirez, du wirst büßen! Du hast Ramirez die 5 Moon Crystals gegeben, ja. Ich konnte nichts anderes tun. Ah. Oh. Weiss, ich habe gerade das letzte Feuer gelöscht. Das ist ja furchtbar. Ja, und Kirala stand draußen. Ich meine, ist die noch am Leben? Ja, wirklich. Alles, wofür wir so hart gearbeitet haben, ist weg. Unser Unterschlupf, ein Haufen Ruinen. Oh. Ist echt traurig.
traurig. Mann, oh. Und wir haben alle Kristalle verloren. Die Delfinus hat auch nicht genug Energie, um Valua zu überfallen. Was wollen wir jetzt machen? Ich werde nicht aufgeben. Jetzt kommt's wieder. Ich werde nicht aufgeben. Weiß ich. Es wird nicht leicht sein, aber wir können unser Quartier wieder aufbauen. Was die Kristalle anbelangt. Nun, jetzt wissen wir, dass sie sich alle am selben Ort befinden. Nicht aufgeben, Aika. Wenn wir jetzt aufgeben, dann wird Ramirez die ganze Welt zerstören. Wir müssen weiterkämpfen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Ja. Stimmt. Dies war einmal eine einsame Insel und du warst hier ganz allein gestrandet. Genau, da fällt mir ein, wie geht es Fina? Tja, um die Wahrheit zu sagen, seitdem Ramirez weg ist, ist sie ganz allein im Konferenzraum. Ich glaube, was gestern passiert ist, war etwas viel für sie. Weiß, warum versuchst du nicht mal mit ihr zu reden? Was jetzt wohl in ihr vorgehen mag? Ja, ich werde mit ihr sprechen. Okay! So, wir reden aber mal mit Ismael. Kann der schon irgendwie was sagen, dass er aufbaut oder so? Schubabum! Es ist kaum noch was übrig. Was wollen wir machen? Ismael, dafür liebst du doch schließlich. Ismael, dafür liebst du doch schließlich. Hier ist deine Chance, einige Verbesserungen am Stützpunkt anzubringen. Badababam! Du willst, dass ich etwas baue und ich baue es. Wenn du nichts gebaut haben willst, dann baue ich es trotzdem. Danke, Weiß. Ich musste wohl nur daran erinnert werden. Ich bin der Größte. Okay, dann werde ich wohl anfangen. Es wird euch gefallen. Euer Stützpunkt wird besser denn je. Das hoffe ich doch mal. Kirala, wo bist du? Kirala! Bist du etwa tot? Wurdest du hier etwa... Oh nein! Kirala! Sie ist nicht mehr da. Nein, warum nur? Alles, wofür wir so hart gearbeitet haben, ist weg. Wir bauen unseren Stützpunkt wieder auf. Dann müssen wir eben unseren Stützpunkt wieder aufbauen. Wir haben es schon einmal gemacht, also können wir es diesmal auch. Wichtig ist, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Wenn wir alle Ismael zur Hand gehen, haben wir unseren Stützpunkt im Nu wieder. Sicher sieht Ismael darin eine Chance, den Alten zu verbessern. Ja, du hast recht. Allen geht es gut. Wir bauen unseren Stützpunkt einfach wieder auf. Ich werde mein Bestes tun und vielleicht kann ich dabei auch noch etwas von Ismael lernen. Ja, das hoffen wir doch mal. Ah, Kirala, du lebst! Ja, sie lebt! Es ist so frustrierend. Es hat so lange gedauert, unseren Stützpunkt zu bauen. Und die Armada hat ihn in wenigen Minuten zu Asche verwandelt. Wir helfen alle beim Wiederaufbau unseres Stützpunkts. Wir haben ihn bereits einmal gebaut. Beim zweiten Mal sollte es einfacher sein. Kirala, das ist deine Chance, alle von den Vorzügen jafotomanischer Handwerkskunst zu überzeugen. Dies war nur ein kleiner Rückschlag. Lass dich nicht unterkriegen. Na klar doch. Danke, Captain, dass du mich aufgemuntert hast. Okay, alle herhören. Wir werden diesen Stützpunkt wieder aufbauen. Und ich werde euch dabei richtig rannehmen. Aha, aber es wird sich lohnen, versteht ihr? Gut. Dann gehen wir mal hoch. Und reden mit Fina. Ich denke, wir haben hier jetzt erstmal alles gemacht. Mogel guckt sich nur den scheiß See an. Die wird, glaube ich, auch nichts sagen. Und wenn, dann können wir das gleich vielleicht noch machen. Mal gucken. Ja, aber da ist nicht viel los. Wir sollen mit Fina reden. Also reden wir lieber mal mit Fina, bevor die sich noch umbringt oder so. Wer weiß. Ja. Aha. Ich bin's. Ich wollte nur nach dir sehen. Oh, Weiß. Es tut mir leid, aber kann ich für eine Weile allein sein? Fina. Ah, Gott, ey. Das sind immer so beides die richtigen an. Was kann ich verstehen? Komm, wir machen. Danke sehr. Ich verstehe, wenn du noch Zeit brauchst, um über die Dinge nachzudenken. Ich komme später noch einmal vorbei. Fina, nicht den Kopf hängen lassen, okay? Eldas, hat Ramirez die Wahrheit gesagt? Was? Was soll ich machen? Wem soll ich glauben? Alles herhören. Bei drei hebt ihr an, okay? Hä? Sobald wir diesen Stutt beseitigt haben, können wir wieder mit dem Bauen anfangen. Ich kann es kaum erwarten.
Hey, ich bin hier Gast. Warum bin ich dazu verurteilt, diese Art von Arbeit zu verrichten? Mann, hör auf zu meckern. Das erinnert mich an Lower City. Wovon redest du? Alle sind in Sicherheit. Wir sollten uns freuen, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Nichts währt ein Leben lang. Deshalb bauen wir immer wieder neu. Wenn ich noch jünger wäre, hätte ich schon die halbe Insel neu aufgebaut. Umui hat wieder nichts zu sagen. Sie sind so schnell. Hat sie jemand verzaubert? Finde ich auch witzig, dass es hier extra Szenen gibt, weil das sind ja Personen, die eventuell gar nicht angeheuert worden wären. Wäre witzig zu sehen, wenn ich noch mehr angeheuert hätte. Also ganz viele, ne? Noch mehr. Was dann für Sequenzen kommen würden. Autsch, ich bin so müde. Vielleicht habe ich jetzt ein besseres Leben als je zuvor. Meine Herren Admirale, die 5 Kristalle sind jetzt in unserem Besitz. Der Tag, an dem wir die Welt beherrschen, rückt näher. My Lord, wenn Sie mich entschuldigen würden, ich werde an den Ort, von dem wir sprachen, zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Bye bye, Arschgesicht. Mein lieber Galzian, ich bin beeindruckt. Sie zerstörten Weiß' Quartier und haben die Kristalle wieder erlangt. Es scheint, als sei alles unter Kontrolle. Ich werde bei meinem Schiff sein und erwarte Ihre Befehle. Haha. Rotschopf, warte nur auf mich. Was ist los, Beleza? Sie scheinen etwas auf dem Herzen zu haben. Lassen Sie es mich wissen. Admiral Galzian, bitte überlegen Sie sich es noch einmal. Wenn wir die Reigns of Destruction auslösen, gehen dabei so viele unschuldige Leben drauf. Bitte, wir brauchen sollte es nicht aus der Tiefe zu heben. Beleza, wollen Sie mich betrügen? So wie Gregorio? Nein, ich habe nicht die Absicht, Sie jemals zu betrügen, mein Lord. Weil ich... Also gut. Ich möchte keine unnötigen Komplikationen. Solange sich Value uns nicht widersetzt, gibt es keinen Grund, die Reigns of Destruction einzusetzen. Admiral Galzian, was soll ich tun? Ich kann Alfonso nirgendwo sehen. Er ist wahrscheinlich unterwegs, Ihre Majestät von meinem Verrat zu unterrichten. Beleza, ich möchte, dass Sie zum kaiserlichen Palast zurückkehren und der Kaiserin meine Loyalität gegenüber Value bezeugen. Warten Sie dort, bis Sie erneut Befehle erhalten. Tricks sind Ihre Spezialität. Jetzt können Sie Ihre Fähigkeiten dazu einsetzen, unnötiges Blutvergießen zu verhindern. Jawohl, my Lord. Ich werde mich sofort auf den Weg machen. Sie scheint ein wenig in Lord Galzian verliebt zu sein, habe ich das Gefühl. Leb wohl, Beleza. Du hast mir sehr gedient. Arschgesicht. So ein Arsch. Oh, für einen Tag haben wir ziemlich viel geschafft. Ja, aber es wird eine Weile dauern, bevor es hier wieder so aussieht wie vorher. Ich erinnere mich daran, wie wir uns auf Pirate Isle den Sonnenuntergang betrachteten. Du hast immer davon gesprochen, Captain deines eigenen Schiffes zu sein. Ja, ich erinnere mich. Und davon über den Horizont hinaus zu segeln. Seitdem haben wir es weit gebracht. Und weil wir es so weit gebracht haben, können wir jetzt nicht einfach aufgeben, oder? Du hast recht, unsere Reise ist noch nicht zu Ende. Fina, Weiß, Alka. Wie die ihre Hüften schwingt. Fina! Tut mir leid, dass ihr euch alle Sorgen um mich machen musstet. Bist du jetzt wieder okay? Ja, ich fühle mich viel besser. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Kommt ihr beide mit mir zum Great Silver Shrine?
Was? Ramirez hat gesagt, dass er, um die Rains of Destruction abzuhalten, alle Moon Crystals benötigt. Ich dachte, die Kristalle seien nur dazu da, die Gigas zu kontrollieren. Ich wusste nicht, dass sie auch die Rains of Destruction auslösen konnten. Und ich hatte keine Ahnung, dass mein eigenes Volk für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich war. Ich habe sogar ein Stück des Silver Crystals in meinem Körper. Alles, was mir die Elders erzählt haben, mein ganzes Leben lang, ist eine Lüge gewesen. Ich muss die Wahrheit erfahren über die Kristalle, über mein Volk. Weiß, Aika, ich stelle euch jetzt die gleiche Frage wie vor langer Zeit. Werdet ihr mit mir reisen? Natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das. Selbst wenn du es gar nicht wolltest, würden wir überall mit dir hinkommen. Was auch geschieht, Fina, wir bleiben immer deine Freunde. Thank you very much. Danke. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Heda, ihr wolltet mich doch wohl nicht zurücklassen, was? Gilda! Sieht fast so aus, als würde es jetzt interessant werden. Ihr habt doch nicht gedacht, dass ich einfach hier bleibe und euch den ganzen Spaß überlasse, oder? Tja, nun sieht so aus, als hätten wir wieder eine Gruppe zusammen. Okay, für heute ruhen wir uns aus. Morgen brechen wir zum Great Silver Shrine auf. Ja! Yeah! Gilda ist zu deiner Gruppe gestoßen. Puh. Danke, dass du mich unterrichtet hast, Alfonso. Das hast du gut gemacht. Yes, my lord. Selbstverständlich, ich bin euer ergebener Diener, Hoheit. Und was ist mit den persönlichen Angelegenheiten, die ich erwähnte? Sehr wohl, Alfonso. Ich werde dir deinen Wunsch gewähren. Mutter! Enrique! Oh, du bist endlich wieder da! Also bist du endlich wieder zu Sinnen gekommen und zu uns zurückgekehrt! Nein, Mutter. Ich bin gekommen, um dich vor der Gefahr zu warnen, in der du schwebst. Admiral Garcian hat dich verraten und plant, die Welt zu erobern. Wir müssen versuchen, ihn aufzuhalten. Ja, mein Junge, ich weiß. Alfonso war bereits so freundlich, mir von Admiral Garcians Plan zu berichten. Wie ich höre, sucht er die Moon Crystal zusammen, um die Rains of Destruction herbeizurufen. Was? Also das war die ganze Zeit über sein Plan? Mutter, wir müssen schnell handeln. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Enrique, bitte beruhige dich doch. Wir müssen die augenblickliche Lage abwägen. Wenn wir die Moon Crystals in unseren Besitz bringen, werden unsere Träume, die Welt zu regieren, endlich wahr. Oh, ich habe Alfonso zum neuen Kommandeur der Value Armada gemacht und wir werden gegen Garcian antreten. Mutter, das darf man nicht leicht nehmen. Du kannst nicht... Er ist zu mächtig. Eure Hoheit... Habt ihr keine Angst, Eure Hoheit. All mein Fehlverhalten bis zum heutigen Tage beruht auf Garcians Befehlen. Wenn ich aus freien Stücken handle, werde ich Garcian vor Gericht bringen. Gut, Alfonso, sehr gut. Verstehe. Also dann lässt du mir keine Wahl. Was? Enrique, was machst du? Mutter. Wenn du so weitermachst, wirst du Valyria zerstören. Ich muss dies tun, für mein Land, für mein Volk. Enrique, steck sofort dein Schwert ein! Eure Hoheit, bitte vergebt mir. Belesa, Enrique hat von den Luftpiraten eine Hirnwäsche erhalten. Er ist verrückt geworden. Schließt ihn in der Grand Fortress ein, bis er wieder zu Sinn kommt. Bitte, Eure Hoheit, wartet, ich... Als neuer Kommandeur der Value Armada befehle ich ihn, den Prinzen zur Grand Fortress zu bringen und ihn dort einzusperren. Hast du kapiert? Wenn du Beschwerden haben solltest, kannst du sie dem Scharfrichter erzählen, wenn dein Kopf auf dem was auch immer liegt. Aha.
Okay, lange, langer Part. Ich wollte ja eigentlich nur noch mit Fina sprechen in dem Part beenden, aber das ging ja irgendwie nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es ist so viel passiert. Wahnsinn. Und von daher bis zum nächsten Mal. Bye, bye und tschüss.